So. Da wären wir wieder bei einer neuen Runde von Kingdom Hearts. Chain of Memories. Reverse Rebirth. Kann ich jetzt immer so nicht hier schreiben. Das ist gar kein langer Spielname oder so. Nein, Spaß, mach ich nicht. Fahrradrennen gemacht? Vielleicht. Aua, ist das eine Handweh? Oh, Entschuldigung. Ja, genau. Es ist jetzt lange her, 3 Wochen. Ich weiß nicht mehr, wie das Spiel geht. Was muss man hier nochmal machen? Ich wollte gerade die ganze Zeit rollen. Ich habe wirklich 3 Versuche gebraucht, um die Reihen, die Rollentaste zu finden. Es war Viereck. X ist kämpfen, Kreis ist springen. Okay. Weiter geht's. Wir haben ja, was haben wir denn letztes Mal? Wir waren Hollow Bastion, ne? Das war ja noch storygebunden. Wenn ich mir nicht, also, storygebunden. Da konnten wir uns nicht aussuchen, wo wir hinwollen. Aber jetzt können wir uns das aussuchen. Ich würde sagen, wir machen das einfach andersrum. Wie wär's? Es ist ja quasi Reverse hier, ne? Von Riku. Machen wir die Gebiete so, wie wir sie bei Sora gemacht haben, nur andersrum. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, weil wir wahrscheinlich gleich noch mehr Dinger kriegen, die dann wiederum nicht in der richtigen. Das ist nicht mehr in der richtigen Reihenfolge. Aber machen wir einfach. Wo ist Nimmerland? Da. Dürfte das letzte gewesen sein, ne? Machen wir einfach. Nimmerland war im Dings Run zum Kotzen. Weil ich da voll lange für gebraucht habe. Riku, Chain of Memories. Kingdom Hearts, Re-Chain of Memories, Reverse Rebirth. Ich verstehe das alles nicht. Traverse war Soras erstes Mal, richtig. Neverland. Niemals Land. Ganz ohne Cutscene. Da ist man noch für die Story hier. Hallo! So, wie ging jetzt alles noch? Da hat die Kamera kurz mal Hallo gesagt und dann wieder Tschüss. Du bist sehr. Alter, Mickey! Den hatten wir noch nicht, oder? Cool. Your Majesty. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, ihr riecht so ein bisschen verbrannt. Ich habe gerade wieder mal komplexes Essen gemacht. Auch wieder Restbestände, die weg mussten. Pommes. Vielleicht kommt es davon. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht brennt auch gerade, weiß nicht, die Wohnung unter mir oder so. Wer weiß das schon. Sorge ist bei Riku innerhalb der Welten im Allgemeinen halt gar nicht. Aber das macht es auch kürzer. Das ist wahr. Warum muss man das alles nochmal spielen? Oh. Ja, Majesty. Oh, oh, Junge. Oh. Das habe ich nicht verstanden, aber ist, glaube ich, nicht so schlimm. Wie nimmt man S-Punkten da oben zusammen? Ich verstehe sein Gameplay halt nicht mehr so ganz. Es ist halt aber 3 Wochen her und ich habe alles hier vergessen. So mit Sora würde ich noch klarkommen. Ja, ich länger gespielt. Riku habe ich nur so kurz angefasst und dann 3 Wochen nicht mehr. Es ist halt schon traurig, wenn man sich 3 Wochen nicht anfasst. Ich gehe mal darauf. Die guten Pommes. Wenn du um 30 die Sinnespunkte gesammelt hast, wechselst du in den Dark Riku und bist wohl stärker. Mhm. Ah, ja. Here we go again. Ja, wir haben es ja bald. Und dann spiele ich wieder coole Spiele. Nämlich Resident Evil Revelations. Da bin ich gespannt drauf. Keine Ahnung, wie das so wird. Mein Auge zuckt gerade. Oh. Battery fast leer. Das ist natürlich ausgezeichnet. Ich habe ja ein Kabel hier. Ist ja alles gut. Ich habe jetzt auch das Kabel von meinen Eltern wieder mitgenommen. Also nicht von meinen Eltern, sondern das, was bei meinen Eltern rumlag. Verstehe ich nicht. Was meine Eltern vergessen oder was mein Vater mir nicht mitgeschickt hat, als die PlayStation kurz da blieb damals. Also ich habe jetzt wieder ein langes Kabel. Riku nutzt also die ganze Zeit die Macht der Dunkelheit.
Bin jetzt gerade ein bisschen ungünstig, dass ich fast tot bin. Deswegen wechsle ich lieber schnell in den Raum. Nehmen wir mal das. Passt schon. Mein Kabel ist länger. Okay. If you say so, then it's probably right. Bleh. Ich hab's vermisst. So ein bisschen, aber auch so ein bisschen nicht. Komm! Aua. Nee, hallo. Geil. So spiele ich doch gerne meine Videospiele. So. Ja, jetzt habe ich gespammt, Dreieck. Ist aber zu spät scheinbar. Vickys Mirakel. Geil, Heilung. Bringt mir so viel. Ich hab gerade wie alles auf einmal gespammt. Send fucking help, ey. Hoho. Ich hab jetzt auf jeden Fall auch dieses andere Outfit an, ne? Das ist schon ganz cool. Kehrsalbe. Salbe. Hohoho. Okay. Machen, ne? Bling. So. Hätte hinten Triple Mickey machen können. Triple Mickey Threat. Dark Mode. Bisschen Hypermodus. Hypertrank geschluckt. Nee, hier Zap. Rico hat lange Haare, merkt ihr das? Pff. Ja, ich sehe es. Gefällt mir auch ganz gut. Kennen, identifizieren. Mein Rutsch war feucht. Ne? Feucht, fröhlich. Nee, war gut. Mickey ist dann auch zum Heilen da. Das habe ich auch gemerkt, ja. Wenn ich zwei Mickeys benutze. Gut. Böllerfrei. Seit 03. Böllerfrei seit immer. Ich habe noch nicht einen Cent in meinem Leben für Böller ausgegeben. And I think that's beautiful. Aber nee, die Zeit vor allem da in Rheinland-Pfalz irgendwo. Irgendwo da. War gut. War nur nicht in einem Bla angekommen. Kein Böller geht, ist super. Ah! Ach Mist. Hab ich jetzt... Hab grad ein Duell. Duell! Nee, da habe ich noch nie Geld für ausgegeben. Früher einfach, weil ich es nicht cool fand. Früher fand ich dann alles doof. Heutzutage... Also eigentlich finde ich es immer noch doof.
finde so, sage ich mal, kompetente Feuerwerke finde ich halt schon ganz schön. Aber ist halt, ne? Nicht sehr umweltfreundlich. Muss nicht sein. Okay, jetzt muss ich erstmal wieder hier die Map checken, die Checkmappen. Ja, ne, was hält mich ab? Ah, muss ich immer wieder verstehen, wo... Okay, da hinten. Verdammte Scheiße. Nächste drei. Ja, komm, machen wir dunklen Raum. Hier rücke auch nur einen Special-Raum je Welt. Ah ja. Ja, ich bin eigentlich zuversichtlich, dass wir das hier gut schaffen, gut meistern. Waren die Kämpfe auch dunkel? Ich weiß. Ja. Dies beantwortet meine Frage. Wo ist Mickey? Mickey, du Wee. Moment, für die Erfahrungspunkte. Nein, ich brauche sie. Nein, ich will nicht flüchten. Nicht in dem Run. Vielleicht kriege ich ja noch die Trophäe. Die Hoffnung ist noch ein ganz bisschen da. Geh weg! Wow. Boom. Verschnaufpause. Mickey-Thrombose. Genau. Ach ja, die Goofy-Thrombose werde ich ein bisschen vermissen. Aber naja. Witcher 3 vermisse ich mehr. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber... Zu langsam! Deine Mutti ist zu langsam. Im Bett, wenn ich sie vernasche. Oh, hä? Achso. Ach, ihn weg. Dankeschön. Dann verliere ich die Darkness wieder. Ich glaube, wenn ich getroffen werde. Die Darkness, ja, Mensch. Kenne ich noch so ein Spiel, wo es das gerade gibt. So ein Spiel, was ich gerade spiele. Aber ich komme einfach nicht drauf, was ich meine. Wie heißt dieses Spiel noch? The Not So Brightness. The A Little Bit Finsternis. Oh Mann, ey. Irgendwie so heißt das Spiel. Ich weiß gerade nicht. The Anti-Brightness. Heavy Rain. Genau! Ach, Mann. Spielst du wieder Heavy Rain, habe ich gesehen. Vielleicht passiert das dieses Jahr bei mir auch noch. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Viel geplant dieses Jahr. Ich habe momentan voll Bock auf viele Spiele und kann mich nicht entscheiden, was ich jetzt nicht spielen soll. Fucking Kingdom Hearts. Darauf habe ich natürlich keine Lust. Doch, klar. In Kingdom Hearts 2 schon. Bin ich sehr gespannt auf euch. Ne? Ignoriere ich jetzt mal. So, Storyraum. Nehmen wir dich einfach und dich. Spielst du nicht auf der PS3? Scheiß Six Axis. Ja. Hoppala. Ach so. Direkt gegen Onkel, Hook. Direkt gegen Dustin Hoffman. War das nicht Dustin Hoffman? Er hat den Hook gespielt. In dem gleichnamigen Film, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, ist natürlich auch geil, dass ich mit einem halben Energie jetzt hier reingestartet bin. War Sarkasmus, die Arschgesicht. Jetzt geht's ab, Junge. Oh, doch nicht. Was ist eigentlich dieser Six Axis Controller? Ich meine, ich habe davon gehört, aber das ist ja nicht... Also ist das einfach nur das Bewegungssteuerungsdings? Das ist einfach nur eine Beschreibung für die Bewegungssteuerung, die ja der Controller auch hat. Weiß es nicht. Rico durchlebt quasi seine bösen Erinnerungen. Mhm.
Ich hatte es immer mal gegoogelt mit dem Six-Axis-Controller, aber irgendwie der sieht ja genauso aus wie der DualShock 3. Ich habe auch, meine ich, den DualShock 3. Normal. Weil sich der DualShock auch durchgesetzt hat. Six-Axis ist quasi die Bewegungssteuerung der PS3, die aber nur zu Beginn genutzt wurde, wie zum Beispiel auch in Uncharted 1, aber sehr wenig. Oder in Journey. Das war aber nicht zum Anfang, meine ich. Naja, grundsätzlich, zum Beispiel PS4 hat ja auch immer noch Bewegungssteuerung. Muss man zum Beispiel auch bei Uncharted benutzen. Bei der Taschenlampe oder auch bei The Last of Us. Oh. Nicht so gut. Einfach Spam. Bam. Irgendwie kann ich so selten gut kontern. Ich verstehe das nicht so ganz. Ja, ist natürlich ganz geil, wenn ich noch einen Mickey hätte, aber scheiß drauf. Achso, Darkness. The Darkness. Follow me into the darkness. Pick my life. Spam nur, merkt man das? Und denkt nicht nach beim Kämpfen. Spammen! Ah. So, du bist tot, glaube ich. Oh, geil. Okay, jetzt bist du aber tot. Funktioniert halt nicht das gleiche? Keine Ahnung. Es ist auch Six-Axis. Auf jeden Fall war es bei Heavy Rain zum Teil problematisch, wenn man nicht weiß, wie man den Controller halten muss. Und mag ich Heavy Rain aber sehr, bis auf ein paar seltsame Dinge. Ja, ich mag dich. Jetzt ist es raus. Wolle gehen klar? Ich glaube schon. Angriffskraft! Klingt gut. Ist da eine Tür zufällig? Ah ja, da. Lege ich da mal einen Speicherraum rein, glaube ich. Schnerfpause. Du kannst du die Welt verlassen. Geh gar nicht so schnell in einer Folge. So. Was ist das? Eigentlich auch dumm, dass ich das hier hinlege. Ich hätte auch eigentlich, weil ich verlasse die Welt eh gleich. Aber ist egal. Ist ja egal. Man kriegt ja eh immer Speicherpunkte. Da ist ja nicht, dass ich jetzt irgendwie da noch ich bin Sprache verloren, ich kann nicht mehr reden. Ach ja! Ich weiß nicht, also zumindest DualShock Controller, der DualShock 3 hat ja dann auch noch diese Bewegungssteuerung. Ich denke einfach mal. Ja, die DualShock 3 ist dann einfach die Weiterentwicklung davon. Hat er noch irgendwas, was der Six-Axis vielleicht nicht hat? Dann haben sie gedacht, ach fuck drauf, wir nennen ihn wieder DualShock. Ich weiß es nicht. Ein bis zwei Folgen, je Welt ist doch nice. Ich glaube, Rico levelt auch schneller. Possible. Keine Ahnung, ob ich hier direkt rein muss, aber ich mache einfach mal. Weil der sieht ja echt gleich aus, der Controller. Deswegen muss ich mal gucken, was meiner überhaupt ist. Naja, wenn er diese Bewegungssteuerung nicht mehr hätte. Der DualShock wäre jetzt ganz doof, da könnte man zum Beispiel Rainier ja nicht mehr spielen. Gut, bringen wir die Viecher was? Kann ich jetzt bei denen irgendwas machen? Glaube nicht. Viecher richtig? Weiß es nicht. Nee. Da muss ich hin. Ach ja. DualShock 3 und darunter Six-Axis. Six-Six-Six. Hört sich auch komisch an. Ist ja auch egal. Weg hier. Hier vielleicht noch ein bisschen Story. Mal gucken. Wie die auch speichern können. Oh boy. Ja. Auf Kreis springen ist wieder komisch für mich. Sex. Richtig. Ach, speichern wir nochmal, ne?
Wenn wir schon mal hier sind, können wir uns ja leisten. Können uns ja leisten. Da ich mir Getränk eingeschüttet, aber Getränk kaum getrunken. Und niemals Story. Aber vielleicht kommt der gleich noch. Im nächsten Stockwerk. Wir sind bei 20 Minuten gerade, du passt es doch. Dann werden wir heute mal zeitig, wa? Krass. Hätte ich selber nicht mehr mit gerechnet, dass das nochmal passiert. Ich sehe gerade übrigens, ich habe gerade eine sehr gute Bestätigung. Bei mir ist OBS so ein bisschen am Ruckeln tatsächlich. Ich sehe es bei OBS ein bisschen, vielleicht 30 FPS nur. Aber im Stream läuft es flüssiger. Sie sehe ich nämlich auch. Ich sehe mein Face gerade zweimal direkt nebeneinander. Das ist echt gruselig. Naja, gut. Tschüss.